Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit Wreckfest und wir machen heute weiter. Ich gucke, ob wir nochmal ein Turnier so von uns haben. Haben wir nochmal ein Turnierchen? Na, wir müssen gucken, dass wir da jetzt noch ein Auto brauchen. Und zwar ein A-Auto, was amerikanisch, europäisch oder japanisch ist. Wir haben jetzt ein bisschen Kohle auf der Hand. Ich guck mal gerade, ob ich jetzt ein bisschen was. Also amerikanisch, japanisch oder europäisch und dann Klasse A. Was haben wir hier? Amerikanisch. 260er. Dann nehmen wir den hier. Ja. Und damit haben wir endlich ein Auto. Gutes Auto. Mit dem wir das nächste große Turnier angehen können. Und zwar das hier. Das wollen wir nämlich heute. Und da gehen wir rein. Starten wir die Maschinen. Das erste Rennen steht heute an. Acht, wie gesagt, acht Rennen. Ich weiß noch nicht, aber ob wir es komplett in einer Folge hinkriegen oder ob wir es heute splitten. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir fahren. So, an den Anfang macht Midwest Motor Center. Wir sollen drei Leute rausdrehen. Und jetzt sind wir uns sechs rum. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir es heute mit den Einrutschen kriegen. Aber wir gucken einfach mal, was, wie wir es hinkriegen. In erster Linie geht es darum, wieder da im Rennen so viele Punkte wie möglich zu holen und ein Rennen zu gewinnen. Oder haben wir das erste Auto rausgedreht, warum immer. Oh, den hat es. Das hat er sehr schön ausgehebelt, der Kollege da. Alter, was geht jetzt ab gerade bei euch Jungs? Also wirklich haben wir jetzt gerade das Gefühl, nach dem Motto, dich kriegen müssen wir als erstes kriegen. Ich krieg's aber auch gerade nicht hin, weil wir momentan noch nur auf Platz 19 kleben. Ja, du kriegst ja gar nicht. Selbst wenn du da draußen im Graben, ja, im Radings bist, wirst du nur in die Steine gedrückt. Also du kommst nicht rein ins Rennen. Du kommst 0,0 ins Rennen rein, momentan für den Juggernaut. Warum auch immer. Gewinnen werden wir es hier wahrscheinlich nicht. Wir werden ja aber mega auf die Fresse kriegen, weil die uns scheinbar richtig alle momentan an die Dings wollen. Ach, geh mir doch nicht auf die Nüsse, Alter. Du stehst daneben und du bist trotzdem komplett weggedrückt. Und der wollte, ich hau ich trotzdem weg. Wir sind jetzt nur in der 3. Wir sind momentan, kleben wir ganz hinten Platz 18 rum. Also nicht mal in die Nähe der führenden Plätze. Das war 15. Ey! Ne. Du kommst nicht in die Nähe der Plätze. Weil du sofort einen hast, egal wohin, der muss dich doch wegdrücken. Der muss dich in die Wand drücken, der muss dich sonst irgendwo hindrücken. Hauptsache, du kommst nicht in die Position, auf die Position. Oh, Alter! 15. Januar.
bremsen wir zumindest mal auf Platz 14 vor. Jetzt in rein auf 13, da steht ein Auto. Das heißt, es geht jetzt mal Richtung Top 10 gleich. Umso wichtiger wäre es, nach vorne zu kommen, soweit es irgendwie nur möglich ist. Keine Chance, du hast nicht. Du hast sie. Ich habe hier nichts zu melden in diesem Rennen. Du bremst an, tapp, der gehen drei Mann innen durch. Ich bin nicht mit raus, mein Freund. Geh mir. Geh mir doch nicht auf den Sack mit deinem Auto, Alter. Very bad boy. So, fünfte Runde sind wir jetzt. Also ich denke mal nach vier Rennen, wenn wir einen kleinen Split machen. Da jetzt, weil da noch einer stand. So, jetzt sind wir schon mal zumindest mal auf Platz 5. Den nehme ich mit. Juggernaut gewinnt das Rennen und das ist nicht ganz unverdient, weil er da definitiv das ganze Rennen, glaube ich, angeführt hat. Dementsprechend ist es klar. Es geht jetzt rein nur um eine Position, um diese Position und Platz 4. Bin damit schön zufrieden, weil ich glaube, viel weiter wäre es nicht nach vorne gegangen. Und damit ist es in Ordnung. Wie dafür, dass wir das ganze Rennen eigentlich nur auf die Fresse gekriegt haben, haben wir uns ein bisschen durchgesetzt und sogar die schnellste Runde gefahren. So schlecht war immer gegangen vom Wert her. 62, das ist so ziemlich, bis auf ein Auto, noch der beste Wert. Oder zwei Autos sind vor uns. 260, 268, ja, ist egal. Wir kriegen es trotzdem hin. Komm. Drei Autos vor uns. Wir sind im Moment am ersten und vierter geworden. Und das ist, denke ich mal, ziemlich ordentlich. Also noch vier Rennen mache ich, wie gesagt, einen kleinen Split rein. Und das Finale und die letzten vier Rennen sehen wir uns dann erst morgen an. Dass ihr da schon mal Bescheid wisst. So, erste Rennen auf jeden Fall durch. Von vier für heute. Und dann kann man Montag mit dem neuen Ding dann was Neues machen. Aber jetzt heute erstmal ein bisschen was. So, nächste Rennen auf jeden Fall ist Sinstone Raceway. Das ist das, was uns jetzt heute angeht. Das ist ein Banger Race, also so ein Demolition-Ding. Scheinbar, weil ich glaube, wir haben heute nur auf die Fresse gekriegt. So. Gehen wir rein ins nächste Rennen. Wir sind nur, ich glaube, nur wieder auf, im Hauptfeld da hinten drin. Und das ist ein bisschen sehr blöd. Och, Alter, hier geht aber ran da direkt, ne? Noch wieder die sechs Runden hier. So richtig ist das der Juggernaut, der momentan das erste Rennen gewonnen hat. Der muss. Dem müssen wir jetzt erstmal ein bisschen auf die Fresse geben und nicht mir. Der schon wieder ist versucht, aber das ist das, was er absetzt, während wir alle anderen ein bisschen auf die Socken kriegen. Während Juggernaut da vorne ist, versucht sich ein bisschen wegzuarbeiten. Der ist der Kollege mit dem gelben Auto direkt vor uns. Der hat eben das Rennen gewonnen hier. Und wenn er jetzt das erste, wenn er jetzt hier mal einen mitbekommt. Hab dich mal mitge. Jetzt bist du mal ab, mein Freund. Geh mal in die Wand.
Alter, ich werde trotzdem komplett weggedrückt von dem. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Ey, der hat mich doch rausgehauen. Ich war Erster. Und krieg dann einen an der dann hängt sich der Typ bei mir an die Back und drückt mich komplett von der Strecke weg. Ja, du schon wieder. Ich will das Ding immer nach Hause nehmen. Komm on. Ich will dieses erste Rennen. Mein erstes Rennen. Ah, der ist auch nicht weit weg gewesen von der. So, und du gehst mal an die Wand. Scheiße, das sind 6 Runden, sind nicht nur 3. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Hier gerade sich ein bisschen wegzuarbeiten, ein bisschen wegzusetzen, weil momentan geht's eigentlich. Wir haben ein bisschen Abstand jetzt zum Rest des Feldes. Juggernaut Zweiter momentan. Das heißt, er wird auf jeden Fall die Führung wahrscheinlich behalten in diesem Rennen, weil wir eben nämlich Dritter geworden sind, die Vierter geworden sind im ersten Rennen. Oh, da hat einer verabschiedet und das war der WM-Führende. Oder Führende in diesem Turnier, und das ist wichtig für uns gewesen, dass wir erstmal jetzt punktgleich sind. Wie gesagt, er ist jetzt aktuell auf Platz 4, aber gucken, wir sind noch 3 Runden. Wir arbeiten uns jetzt gerade so ein bisschen weg vom Feld. Momentan habe ich schon 3,5 Sekunden. Das ist ganz, 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 ganz gut. Weil wir brauchen diesen Sieg im zweiten Lauf. Also es wird ein hartes Stück Arbeit. Es wird kein Turnier, wo wir mal eben kurz mit 8 Siegen hier durchmarschieren, durchfliegen werden. Dieser Platz 4 war super im ersten Rennen. Dafür waren wir eigentlich ziemlich gut dabei. Jetzt sind wir ein bisschen dabei. Jetzt können wir uns auch ein bisschen wehren. Bitte haut den einen Typen nochmal aus. So, Runde 5, vorletzte Runde. Und jetzt haben wir das Problem. Es läuft man immer auf ein überrundetes Fahrzeug auf. Das kann natürlich auch nochmal richtig in die Suppe spucken hier. Der möchte natürlich. Oder kann das ja nochmal da eingreifen. Momentan führen wäre vor Zero Hero. Der jetzt ein bisschen wieder rangekommen ist. Er war auch mal 4 Sekunden weg zwischendurch. Ich arbeite jetzt natürlich ein bisschen mehr auf Sicherheit, dass ich dadurch verliere, wenn die Zeit nicht so schlecht war. So, wir arbeiten uns jetzt in die letzte Runde, liebe Leute. Können wir hier das Ding von nach Hause fahren? Allerletzte Runde. Gewinnen wir dieses Turnier hier auf dieser Strecke. Also gewinnen wir dieses Rennen auf dieser Strecke. Oh, jetzt sind auf 3 Autos auf sich gerade. Ein Auto klebt uns quasi am Eck. Der ist erstmal raus. Dirt Hooper ist das. Hau ab jetzt. Ich habe immer so Dritter. Hat er sich noch sich ein Auto gassiert? Wir gewinnen dieses Rennen. Und melden uns damit wieder im Turnierverlauf zurück. So, jetzt im Moment haben, ja, knapp dahinter. Ich glaube, wir sind jetzt ja Zweiter oder was das betrifft. Wir müssten eigentlich Zweiter sein, weil wir bin nie wundern. So, Lauf Nummer 3 von 4. Wie gesagt, ich werde den Split setzen. Bei der Hälfte. Wir gucken mal gerade ins Finale. Ja, wir sind ja gerade Erster, Dritter. Und da sind 10 Punkte, die uns trennen. Und machen weiter. Boulder Bank Circuit heißt die nächste Strecke.
Ja. Ja, so ein Achterding, scheinbar. Ja, dieses Auto habe ich mal vor dem Turnier ja gekauft, damit ich mich ein bisschen zurückmelden kann, wieder mitfahren kann. Los geht's. Holen wir uns den Sieg. Juggernaut wieder vorne, das ist uns natürlich nicht so ideal. Wie gesagt, 10 Punkte trennen uns ja um ihn, von ihm und dem Erwerb. Für Wutfoss ist da noch mit drin irgendwo. Platsch, dieses gelbe Auto, was da vorne mit drin ist. Den müsste unbedingt wegrocken. Der gehört da nicht hin. Den muss man ja... Beschütz ihn, ja, beschütz ihn. Ja. Natürlich, klar doch. So, auch hier wieder 6 Runden, natürlich, klar. Den ganzen Auto zerballert. Na, ah, schön, Siri, du hast es schön gemacht. Fleißig mir aufs Hinterrad mitgegeben. So, Juggernaut scheint wohl mitbekommen zu haben. Nein, der liegt vor uns momentan. Okay, ich dachte, wäre mit in der dieser Gruppe gewesen. Während ihr euch da jetzt, jawohl, schön weggehauen. So, dritter sind wir. Zwei Autos noch vor uns. Caveman Mike und Buzz Saw. Ja. Ich glaube, es heißt sowas wie die Summe Säge oder sowas auf Deutsch. Aber ist mir auch egal. Fliegen lernt er hoffentlich jetzt gleich auch. Nämlich jetzt. Dann habe ich noch einmal einen. Jetzt habe ich mal einen mitgegeben. Und wäre da hinten der Rest komplett sich da auch auf die Fresse gibt, kann ich versuchen ein bisschen abzusetzen. Hab ihn. Ich wollte doch den Caveman Mike mitnehmen, der jetzt rückwärts natürlich in der Wand steht. Aber das ist erstmal ganz, ganz gut. Wie gesagt, doch erstmal den Konkurrenten, der Konkurrenz ein bisschen zeigen, wie es funktioniert. Wir können hier mit einem wichtigen Sieg, oder überhaupt mit einem Sieg, ja, erstmal die Führung immer nur in dieser Tabelle. Da brennt ein Auto. Oder brennt sogar zwei Autos gerade. Die Frage ist, wer war es? Ob es der gute Juggernaut war? Es war ein gelbes Auto mit dabei. Vielleicht haben wir... Okay. Nee, war er nicht. Leichte Entwarnung irgendwo auf Platz 4. Irgendwo würde ich fast sagen, schade, weil den hätte ich schon mitgenommen. Weil... Natürlich, klar, das wäre wichtig gewesen, ihn jetzt erstmal schon wieder zu haben, aber irgendwie auf 4. Irgendwie da mit dabei. Ein Rennsinn auf Asphalt, dann haben wir ein bisschen den... Ja, was soll er, mein Freund? So, da ist er jetzt, haben wir gerade kurz gesehen, noch in die Wand gefahren. Das ist gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Luft nach hinten. Momentan fast 10 Sekunden. Also wenn die alle jetzt in die Wand gehen, ist mir das herzlich egal, weil hauptsache ich fahre mein Rennen nach Hause und wieder brennen hier zwei Autos. Wieder brennen zwei Autos hier. Drei Autos sogar. Also steht ein paar sind jetzt mittlerweile schon DNF gegangen. So, jetzt gehen wir rein in die Runde Nummer 4. Und da steht wieder ein Auto. Also, ja, zwischendurch stehen immer echt viele Autos. Das müssen wir aufpassen in der Kurve. Aber das macht natürlich auch wieder so ein bisschen ein Hindernis. Er macht so ein... okay, das ist doch eine Querstrecke hier. Ich hatte nicht gedacht, dass... Ich dachte, wäre eine Brücke gewesen, um drüber gehen. Nein, es geht quer über die Strecke. Aber. Ah, die sind so zerrt, das kommt das heute. Upsi, da ist dann noch mehr Autos. Wir haben noch. Und das, obwohl wir keine Panzerung drin haben, 76 Leben. Also, das sieht momentan gut aus. Und auch hier stand wieder ein, zwei Autos.
Aber leider nicht der momentane dritte Juggernaut, den ich gerne aus dem Rennen hätte. Das wird knapp, das war knapp. Den jetzt fast noch mehr, der ist fast noch mal mich mitgenommen. Und das sollte man natürlich ein bisschen vermeiden. Und jetzt gehen wir in Runde Nummer 5. Total fast mit 7 Sekunden. So, und ich hoffe, dass der hinter mir jetzt ein bisschen da sich auch noch mit reinhängen lässt. Dort stehende Auto. Da steht wieder einer an der Wand. Der ist gerade vor mir. Da links. Aber das könnte auch das Auto gewesen sein, was vorher schon da stand, was ich da weggekickt habe. Ja, es wird wieder aus der Hänge, weil wir haben nur noch 2 Sekunden versprochen. Ich fahre natürlich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Und da steht das nächste Auto. Das könnte Caveman Mike gewesen sein, der, den haben wir ja da eben schon sich uns reingeredet, der uns eben ein bisschen verfolgt hat. Ja, momentan ist das richtig. Und aufpassen, nicht, dass wir da irgendwo reinrutschen. Da können wir, glaube ich, beim Turnier das erste Mal die Führung übernehmen. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, dass dann natürlich jetzt... So, ich muss mich jetzt ein bisschen rausdrehen. Ein bisschen rausgehen. Da verliere ich immer ein bisschen Zeit, weil das so quasi jetzt Hindernis ist. Nein, reicht nicht. Haut den Juggernaut da mal raus. Das, der muss mal weg. Der muss mal so ein Rennen weg. Auf dem letzten Mal gab es den Band mit dem Ausfall oder so. Und da hat es geknallt. Und da hat es definitiv hinten geknallt. Und das hilft meinen Kontrahenten wieder so zurückzufahren ins Rennen. Jetzt bin ich ja Zweiter. Und das ist nicht gut. Für mich persönlich nicht gut. So, die Engstelle sind wir durch. Also durch die... Aufpassen, nicht da irgendwo noch das Auto zusätzlich beschädigen. Und dann gewinnen wir dieses Rennen vor unserem großen Kontrahenten. Erstmal ganz wichtig, dass wir das Ding nach Hause geholt haben. Der Road Slayer, ja, der ist momentan... So, Rennen Nummer 4 steht jetzt im Haus an. Das ist übrigens das letzte Rennen, was wir heute fahren. Wie gesagt, ich fahre mit einem Turnier, was 8 Rennen, A6 Runden, weil so dauert es halt ein bisschen, sonst wäre die Folge einfach irgendwann viel zu lang. Gehen wir mal kurz auf das Klassement ein und dann haben wir auf einmal, sehen wir auf einmal, hey, wir sind ja nur noch 10, wir sind jetzt wieder 10 Punkte Vorsprung nach dem zweiten Sieg im dritten Rennen. Naja, gucken wir mal. Letzter Lauf für heute. Letzter Lauf für heute. So, gehen wir rein. Auch wieder auf das 13 zu starten, ist natürlich wieder nicht so ideal, aber mal gucken, was heute dieses Rennen mitbringt. Können wir hier den dritten Sieg holen im Rennen, im insgesamt. Ah, den kriege ich nicht ganz, habe ich das? Boah, schön in die Seite rein, aber der... Jetzt habe ich dich, mein Freund. Ab mit dir, weg mit dir, mein Freund, mit deinem... Fahrzeug, Hauptsache du holst da heute mal ja nicht. Vor mir ist das Caveman Mike, der sich jetzt ein bisschen durchgesetzt hat. Hab dich. Das war eine kleine Rache für das, für die Aktion eben. Im Rennen ist ja ausgeschieden, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Also lang weg.
führen und da mehrere andere Autos mit dazwischen sind, ist mir das herzlich wurscht. Wir sind jetzt schon in Runde 2, also lang ist diese Strecke scheinbar nicht mit 53 Sekunden. Und solange ihr euch da hinten schön alle knurbelt und wir kriegt, ist mir das herzlich egal. Wir führen unser Rennen an und wollen das Ding nach Hause fahren. Anbremsen und da kriegen wir die Kurve. Also ich weiß, die Bremse schon mal schon mit einem mitbekommen haben. Wir haben es noch nicht. Sieht zumindest so aus, aber. Ja, wie soll ich das nicht sagen? Wir unser großer Rivale Juggernaut da nicht mit Reddit, den haben wir ja einen schon mitgegeben heute. Aber gucken wir mal, wie der am Ende platziert ist. Wir sind jetzt in Runde 3. Also gleich die Halbzeit durch. 45 Sekunden. So lange ist diese Strecke nicht. Und das soll mir persönlich auch schon wieder recht sein. Dafür war die letzte Strecke sehr, sehr lang. Da ist Caveman Mike, der ist weit, weit zurückgefallen. Mal ganz kurz zu einem Namen aufgeblätzten Sehensatz. Quasi unser Rivale, weil der uns ja einen mitgegeben hat. Und noch haben wir keine gegnerischen Autos, die irgendwo rumstehen. Und wir können es absetzen. Wir gehen jetzt in die vierte Runde, also Halbzeit, liebe Leute. Wir haben jetzt Halbzeit hier in diesem Rennen. Und dafür, dass es eigentlich am Anfang so ein bisschen, gut, es sind noch ein paar Rennen, aber dafür, dass es am Anfang so schlecht lief, bin ich ziemlich happy gerade. So, Very Bad Boy ist ganz, ganz hinten am Ende des Feldes mit seinem gebauten Polizeiauto. Wir sind also schon am Überrunden. Dafür, dass es so ein beschissen lief am Anfang im Rennen, wo wir nur Platz 4 mit Glück da gerade abgeschlossen haben, weil ich wollte jetzt alle auf die Fresse geben, haben wir jetzt mit dem zweiten Sieg und jetzt wahrscheinlich auch mit dem dritten Sieg in Folge. Sind wir jetzt gerade gut, bin jetzt gerade deutlich bessere Dinge. So, während die jetzt alle natürlich da vorne so ein bisschen auf die Fresse kriegen gehen. Und das ist das Problem, wenn du mal runderte Fahrzeuge hinter dir hast, weil auf einmal hängst du mitten im Verkehr drin und musst dich erstmal da durcharbeiten. Aber ich bremse mich jetzt gerade mal nur ein bisschen im. Bisschen hier durch. Und lass die Jungs einfach mal ein bisschen gerade machen. Wir sind immer schon in der letzten Runde für heute, nachdem es, wie gesagt, schon angekündigt habe, dass ich da auf jeden Fall den Let's Play einsetzen werde. Schade, mein Freund kriegt ihn nicht mehr, den Juggernaut. Der ist nämlich da vorne, das gelbe Auto, den hätte ich sonst mitgenommen noch. Aber wir haben es gewonnen auf jeden Fall, in erster Linie mal. Ist aber weit hinten gelandet, ne? Mit Platz 9 nur. Das soll mir persönlich recht sein. Umso wichtiger, dann haben wir die Hälfte fast des Feldes mal kurz immer überrundet. So, dann sind wir heute durch, liebe Leute. Warte heute gerade einen Moment, bis der hier fertig geladen hat. Und dann gucken wir kurz aufs Klassement und sehen, dass wir jetzt einen Vorsprung von 80 Zählern haben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, da vorne sich wegzusetzen. Ja, ich würde mal sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem zweiten Teil dieses Turnieres.